Harald Schmidt zerlegt tatsächlich Baerbock. Er hat sich zur feministischen Außenpolitik geäußert, zu Wagenknecht-Partei. Und bevor wir uns gleich dieses Interview ansehen mit den Highlights, kann ich dir jetzt schon sagen, es lohnt sich. Er macht das Ganze natürlich auf seine brisante Art, vor allen Dingen mit den Witzen, vor allen Dingen mit der Ironie, mit dem Sarkasmus. Und Baerbock kriegt ordentlich ihr Fett weg. Deswegen bis zum Ende dranbleiben, dieses Video weiterverbreiten und wie immer abonnieren nicht vergessen. Hier kommen täglich neue Highlights zu den Themen Politik, Finanzen, aber auch Wirtschaft. Und gerade auch ein Harald Schmidt hat ja sich schon sehr oft kritisch gegenüber der aktuellen Politik geäußert. Also gerade die Bevormundung wird ein wichtiges Thema sein, bevor wir jetzt gleich reingehen. Und gerade auch das Thema, wie gesagt, man will immer wieder seine eigenen Werte gegenüber den anderen draufstülpen. An einer Stelle, da ist ihm auch ein richtig guter Witz gelungen, den werden wir uns ebenfalls ansehen. Da geht es um die Vergangenheit, ne? Dass wenn Deutschland eben zu anderen Leuten zeigen will, wo es lang geht, dass das vielleicht nicht so immer richtig positiv angenommen wird. Wir haben das Ganze in zwei Parts aufgeteilt und wie du siehst, auch die Moderatorin kommt aus dem Schmunzeln nicht mehr raus und das werden wir uns gemeinsam ansehen. Wir starten mit dem ersten Part und der ist hier bei Minute 7:33. Gehen wir rein. Wir können doch relativ viel machen, wir sind relativ frei. Ja. Hier Russland, China, zum Teil auch Indien, sieht ein bisschen anders aus. Ja gut, die interpretieren eben den Rechtsstaat anders, aber wir Deutsche sind gut beraten, wenn wir uns mit Belehrungen zurückhalten. Also ich sage mal, uns war ein großes Schlagwort die feministische Außenpolitik. Da sehe ich mit großer Begeisterung, dass die USA jetzt zum ersten Mal eine Frau als Oberbefehlshaberin der Navy eingesetzt haben. Das ist eine Außenpolitik feministisch, die ich unterstütze. Der erste atomgetriebene Flugzeugträger der USA wird auch von einer Frau kommandiert. Das ist diese Form von Normalität, die ich mir wünsche. Ja? Aber jetzt hinzugehen und dem Ausland zu sagen, wo es lang geht, damit sind wir in Deutschland schlecht gefahren. Ich weiß nicht, ob man das hier mitgekriegt hat, aber... Ich würde uns doch zur, also sagen wir mal so, wir haben super Ideen, aber wenn es hart auf hart geht bei der UNO, enthalten wir uns. Ja? Das ist auch eine Strategie. Ja. Jetzt wird die Da spielt er tatsächlich auf die Entscheidung Waffenlieferung bzw. Waffenstillstand im Israel-Nahostkonflikt an und auch tatsächlich bei den Entscheidungen in der Vergangenheit. Das ist genau das Rückgrat, was wir von deutschen Politikern und Frau Baerbock auch sehen. Es ist nicht vorhanden, würden böse Zungen behaupten. Und gerade auch hier merkt man natürlich diesen Zynismus, dass tatsächlich eben nicht die fähigen Generäle an die Macht beispielsweise von der Navy kommen, oder hier in Deutschland auch Pistorius. Ich meine, das ist auch ein Büromensch, ne? Das ist keiner, der irgendwie groß Bundeswehrerfahrung hat, beziehungsweise wirklich mal gedient hat, wirklich mal im Einsatz war, wirklich mal die Kugeln an seinem Ohr vorbeifliegen hören hat. Also auch dort kann eben ein Theoretiker niemals oder auch niemals eine richtige Militärstrategie führen. Ich meine, wir müssen kriegstüchtig sein. Das ist auch nochmal ein Satz gewesen, den wir hier auch schon kommentiert haben auf dem Kanal. Also auch da merkst du, in welche Richtung das Ganze geht und jetzt wird tatsächlich nochmal durch dieses Thema hinweg mit Pointen gearbeitet. Wir schauen uns das Ganze an. Politik in den aktuellen Krisen ziemlich überfordert. Das müsste für Ihre Arbeit eigentlich sehr förderlich sein. Bei mir? Ja. Ja, ich bin nicht politikerkritisch oder ich finde, man muss ja froh sein für jeden, der es noch macht. Ja? Also das sind ja Leute zum Teil mit einer sehr guten Ausbildung, die in der freien Wirtschaft sehr viel mehr verdienen könnten. Wenn ich mir den Terminplan eines Spitzenpolitikers angucke, weiß ich gar nicht, wie man das rein körperlich durchhalten kann. Und man sieht ja an den großen Konflikten, die jetzt haben, wie dünn das Eis ist, auf dem wir wandeln. Also ich bin der Meinung, dass die vielgescholtenen, durchgesprochenen und diskutierten Nächte in Brüssel ja immer noch besser sind, als aufeinander zu schießen. Ja? Und also ich sehe, dass die Grenze sehr schmal ist und jeder Kompromiss dient ja doch eigentlich dem friedlichen Zusammenleben. Und da würde ich mir so wünschen, dass du dieses Video weiterverbreitest, weil diese Sätze sind ausnahmsweise komplett ironiefrei, sarkasmusfrei und ich sehe es tatsächlich genauso. Wir müssen Kompromisse haben, weil sonst geht es tatsächlich nur, der eine haut dem anderen auf den Schädel oder das trümmert sich sozusagen den Schädel ein. Und das ist genau das, was eine Frau Baerbock nicht haben möchte. Sie will gar keinen Friedensprozess bzw. Verhandlungen oder einen Friedenskompromiss hier in die Wege leiten. Und deswegen wird es jetzt auch nochmal spannend. Und dann kommt auch nochmal der Part von Frau Wagenknecht, wie er diese Partei einschätzt, ob sie die AfD überholen wird. Auch da gerne mal deine Meinung dazu in die Kommentare. Aber das wird jetzt auf jeden Fall nochmal lustig. In Italien hat Beppe Grillo bewiesen, dass ein Komiker oder ein Kabarettist auch in der Politik mitmischen kann. Warum haben Sie das nie versucht? Mich stören die Wähler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, das ist ein Problem. Ja.
Also, ich stehe in der Tradition von Sir Winston Churchill und ich werde nie vergessen, wie er zu mir gesagt hat, Harold, das beste Argument gegen Demokratie ist ein 5-minütiges Gespräch mit einem Durchschnittswähler. Ja? Und auch Beppe Grillo ist ja schon wieder weg. Jetzt haben wir Giorgia Meloni an der Spitze. Der Name Giorgia Meloni darf in Deutschland nur mit dem Zusatz Postfaschistin verwendet werden, sonst wird der Pass einkassiert für ein Wochenende. Sie hat sich gerade von ihrem Lebenspartner getrennt, weil der wiederum in lockerer Atmosphäre gefragt hat, ob jemand Interesse an einem Dreier hat. Also das sind alles so Dinge, mit denen ja man umgehen muss. Ja? Und das finde ich wahnsinnig interessant. Also sozusagen die ganzen Außenministergipfel, unsere Außenministerin wäre fast gerade vom kroatischen Außenminister geküsst worden, auf dem Mund. Hat sich immer noch rechtzeitig weggedreht und so. Und das sind so Sachen, die mir wahnsinnig viel Spaß machen, weil es eben alles parallel ist. Aber ich habe seit vielen Jahren den Satz im Repertoire, den ich mal von Max Frisch gehört habe, die inkommensurablen Ereignisse verlaufen synchron. Ja. Und das ist es eigentlich. Also das heißt, mir selber fällt der Autoschlüssel in den Gulli und irgendwo anders wird die Atombombe abgeschmissen. Und das ist ja, das passiert eben parallel und ich muss versuchen, in dieser Situation für mich einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und genau damit hat er auch wieder ins Schwarze getroffen. Meiner Meinung nach gelingt das einer Frau Baerbock überhaupt nicht, zu differenzieren. Okay, was ist wirklich wichtig? Ich meine, die außenfeministische Politik, gerne mal deine Meinung dazu in die Kommentare. Ist das jetzt wirklich Prio 1? Oder ist es Prio 1, dass wir 3 WCs bekommen, weil eben auch noch irgendwas zwischen Frau und Mann existiert vom Geschlecht her? Also ganz ehrlich, das ist genau diese spätrömische Dekadenz, wie man sie so schön sagt. Diese Zeit, die guten Zeiten sind vorbei. Jetzt kommen wir in die Zeiten, wo man eben über 40 Stunden in der Woche traurig ist, ne, und weint und nur 30 Tage Urlaub. Also ganz ehrlich, ich weiß noch von meinen Eltern, die hätten sich gefreut über diese Arbeitszeiten, ne, und dementsprechend auch da jeder, der sich was aufbauen wollte, und vor allen Dingen auch Unternehmer beispielsweise, die lachen über 40 Stunden. Ne? Die sagen, das wäre ja Urlaub, aber okay, so ist jeder anders gepolt. Man merkt aber, dass die Belastbarkeit der jüngeren Generation, ich will nicht pauschalisieren, aber sie lässt extrem nach. Wenn ich auch meine eigenen jüngeren Freunde mir ansehe, dann wird mir nicht übel, aber zumindest da sind andere Prioritäten gesetzt worden. Und deswegen kommt jetzt auch nochmal der entscheidende Punkt, gerne mal deine Meinung auch zu den Jüngeren in die Kommentare. Wie steht er denn zu der Wagenknecht-Partei? Und auch das fand ich sehr interessant, das ist nämlich hier der Part Nummer 2, den wir uns gemeinsam ansehen. Doch auf die 30% zuzieht. Und Sarah Wagenknecht ist im Kommen. Wer? Sarah Wagenknecht. Ach so, ja, na gut, sie ist ein Star. Das Problem ist natürlich die Mühen der Ebene. Ja? Plakate kleben bei Nieselwetter, Rosen verteilt in der Fußgängerzone und so weiter. Also das ist jetzt eine Top-Sache für die Talkshows und für Titelgeschichten. Aber im Endeffekt, glaube ich, fehlt die Struktur, um so eine Partei bundesweit durchzusetzen. Also Sie denken nicht. Und dementsprechend ist das genau auch das Fazit. Wagenknecht hat keine Chance, meiner Meinung nach auch gegen die AfD. Da hat er nämlich davor gesprochen, da wird es nochmal einen zweiten Part geben, heute um 18 Uhr auch nochmal einschalten. Dann ist er wahrscheinlich schon online. Und dort hat er auch gesagt, dass man jetzt ganz genau hinschauen sollte, dass die AfD 30% teilweise in Bundesländern hier in Deutschland einfach mal Wählerzustimmung hat. Über 50%, manche sagen sogar 75%, sind mit Olaf Scholz und der Bundesregierung nicht zufrieden. Auch dazu findest du einige Statements hier von Alice Weidel auf dem Kanal und wie immer sehen wir uns das nächste Mal hier auf dem Kanal.